So, willkommen zu meinem ersten Handy-Tutorial. Heute befasse ich mich mit der Frage, wie man eigentlich auf einem Smartphone Bilder für ein Referat sucht. Klingt total easy, haben alle schon gemacht, ist aber gar nicht so leicht, wie man es immer denkt. Erste Schwierigkeit: Oben in der Google-Suchleiste kriege ich schnell Probleme. Das hier wäre jetzt diese Google-Suchleiste, haben fast alle irgendwo drauf. Abgesehen davon, dass es mir immer dumme Vorschläge macht, macht das eigentlich irgendwie Sinn, diese Vorschläge? Egal. Wenn ich später die Suchergebnisse damit aufrufe, kann ich keine URL angeben. URL, was war denn das gleich wieder? Kennt man gar nicht mehr so, ne? Ist irgendwie aus der Mode gekommen. Stattdessen gehe ich auf meinen Browser, in dem Fall Google Chrome. Firefox App geht auch. Wie die von Apple heißt, habe ich vergessen gerade. Ihr kennt das. So, und dann gebe ich hier meinen Suchbegriff ein. In dem Fall soll ich jetzt ein Referat über die Esche halten? Bio, Navi, wie auch immer. So, dann gehe ich hier drauf und habe hier meine gewohnten Google-Suchergebnisse. Nehmen wir an, ich habe schon irgendwoher Informationen oder ich will die getrennt davon suchen. Ich gehe direkt auf die Bildersuche. Bei mir ist leider nicht die Möglichkeit drin, nach Nutzungsrechten zu suchen. Das heißt, wenn ich nicht besonders recherchiere, kann ich diese Bilder wahrscheinlich zwar in meinem Referat verwenden, aber, das ist wichtig, nur mit Quellenangabe, auch unter Umständen nicht ausdrucken oder in jedem Fall könnte ich so ein Referat sicher nicht veröffentlichen. Was weiß ich, auf der Schulhomepage oder so. So, was heißt Quellenangabe? Quellenangabe ist grundsätzlich hier oben in dieser Zeile die URL. So. Jetzt gehe ich aber mal auf so ein Bild, das da zum Beispiel. Und wenn ich jetzt hier oben diese Adresse kopieren würde, die wäre etliche Zeilen lang. Man kann das mal so ein bisschen versuchen, da entlang zu scrollen. Das ist ein riesen Hoshi. Und es ist nicht die eigentliche Quelle. Das ist jetzt eigentlich ein Code von der Suchmaschine, in dem Fall von Google. Das ist nicht die Seite, von der dieses Bild kommt. Die Seite ist nämlich Wikipedia. Auf diese Seite komme ich, indem ich auf Aufrufen klicke, hier mit dem Weltlogo. Das Spannende daran ist, indem ich auf diese Seite klicke, habe ich auch alle Informationen von der Seite und eventuell weitere nützliche Bilder und auch eventuell Erklärungen zu den Bildern, dass ich wirklich sicher bin, was da abgebildet wird. Schritt 1. Bevor ich das Bild kopiere, ich klicke wieder hier hoch und klicke nochmal lange drauf, bis es einmal brummt und habe jetzt die Möglichkeit auszuschneiden oder zu kopieren. Jetzt gehe ich in meine Notiz-App, lange klicken, einfügen. Das ist jetzt ein kurzer Link. Das ist meine offizielle Quelle. Das Schöne an einer Notiz-App ist, ich kann jetzt gleich das Bild einfügen. Ganz genauso funktioniert es, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail-App habe und eine E-Mail an mich selber schicke. Oder noch schlauer, ich habe direkt auf dem Smartphone eine Office-App und kann das direkt in ein Word-Dokument einfügen. Was jetzt noch fehlt, ist das Bild. Ich gehe also wieder, das da kann man eigentlich mal zumachen. Ich gehe wieder auf Chrome, suche jetzt das Bild raus, das ich wollte, das hier. Einmal anklicken zeigt das Bild an und wieder lange klicken erlaubt mir jetzt, das Bild herunterzuladen und es zu öffnen. Das ist jetzt in meine Dateien. Ich könnte es jetzt zum Beispiel teilen und an mich selber schicken per E-Mail. Oder auch zum Beispiel an einen Kumpel per WhatsApp oder noch sicherer Wire. Ich kann es aber bei den meisten Anwendungen auch an meine Notiz-App senden. Zack, da ist es. Das Schöne ist, den direkten Link zu diesem Bild habe ich jetzt hier oben auch drin. Und rein und fertig. Das kann ich jetzt mit beliebig vielen Bildern so machen. Heißt auch, leider, fast alle von euch werden am Ende auf dem Smartphone die Bilder getrennt von den Links haben.
Es gäbe noch eine Möglichkeit, nämlich jetzt nochmal den Link zu kopieren oder in dem Fall auszuschneiden. Ich weiß nicht, warum es mich auf einmal nur noch ausschneiden lässt. Auf Notizen zu gehen, die Notiz mit dem entsprechenden Bild rauszusuchen und zu diesem Bild jetzt unten drunter noch den Link einzufügen. Hat den Vorteil, ich habe Bild und Link zusammen. Der Nachteil ist tatsächlich eigentlich nur eine Form der Selbstdisziplinierung, nämlich dass ich tendenziell gerne mal vergesse, am Ende den Link hinzuzufügen. Ist aber wichtig, dass ich an beides denke, denn rein technisch betrachtet, wenn ich ein Referat halte, das glaubt mir immer kein Schwein, wenn ich ein Referat halte und habe da Bilder drin, die ich aus dem Netz kopiert habe, habe die Quelle nicht irgendwo aufgeschrieben. Wenigstens in meinen Notizen, eigentlich sogar am Ende meiner PowerPoint-Präsentation oder unten auf der Overhead-Folie oder wie auch immer ich sonst mal. Ordnungswidrigkeit, es ist auf jeden Fall, es ist ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz. Tut das nicht. Noch dazu kann es eventuell schon ins Plagiat reingehen und das heißt dann die Note 6. Nur mal so angemerkt. Wer diese Quellen nicht angibt, der macht sich in gewisser Weise strafbar. Noch dazu ist es total unprofessionell und das ist ja auch interessant, wo ihr eure Bilder her habt. Es ist ja auch keine Schande, Informationen suchen zu können. Nochmal der Prozess, einfach damit sitzt. Wir wissen ja, wie das geht. Wir gehen zurück zur Google-Suche, wählen ein Bild aus. Jetzt sind wir aber wieder auf Wikipedia, das ist doof. Wir suchen mal ein anderes aus. Wir nehmen mal das da. Wir wählen ein Bild aus, rufen die Seite auf. Können noch dazu jetzt auf der Seite schöne, interessante Informationen finden, die uns vielleicht auch was bringen. Suchen so lange auf der Seite rum, bis wir das Bild suchen, das Bild finden, das wir wollten. Schritt 1, Bild herunterladen. Schritt 2, gesamten Link kopieren oder ausschneiden. Schritt 3, wir gehen in eine Notiz-App, gehen nochmal zurück, schreiben eine neue Notiz, fügen den Link ein und fügen gegebenenfalls noch das Bild ein. So, damit sind wir soweit durch. Und dieses Tutorial ist am Ende. Nochmal die Ermahnung, unbedingt den Link einfügen.